Sie sind hier, 27. Oktober 2018, 18.49 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Sandro Cortese sicherte sich in seiner ersten Saison den Supersport-Titel Urheberrecht Getty Images mit einem zweiten Platz auf der letzten WM-Station in Doha sichert sich Motorradpilot Sandro Cortese gleich in seiner ersten Saison den Supersport-Titel. Der frühere Moto3-Weltmeister Sandro Cortese hat gleich in seiner ersten Saison den Supersport-Titel geholt. Der 28 Jahre alte Motorradpilot aus Bergheim machte auf der letzten WM-Station in Doha, Katar mit einem zweiten Platz alles klar. Die Rennen der Supersportklasse 600 CCM werden im Rahmen der Superbike WM ausgetragen. Cortese, der nach dem Moto3-Triumph 2012 fünf Jahre in der Moto2 angetreten war, setzte sich durch das Ergebnis vom 12. Lauf auf dem Losail-Circuit mit 208 Punkten vor den Franzosen Lucas Meyers 185 Rennsieger in Katar und Jules Clusel 183 alle Yamaha durch. Der Allgäuer Cortese hat als bislang letzter Deutscher einen Weltmeistertitel in einer der drei bedeutendsten Klassen MotoGP, Moto2, Moto3 geholt. Von Sportinformationsdienst.